Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit TSW4 hier auf meinem Kanal. Die neue Linie 5 Circle Line ist da. Die ersten zwei Videos habt ihr heute hoffentlich schon gesehen. Und jetzt gehen wir ins erste Szenario im Kapitel 1 von der neuen Linie. Base rund um den Meeresarm. Damit legen wir los. Und dann gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Schwarzer Bildschirm ist klar, ich bin wieder in der im Preview-Build drin. Und es gab ja jetzt zu Beginn der Veröffentlichung für uns Partner. Gab es kleine Unstimmigkeiten bezüglich der Version, die dort hochgeladen worden ist. Dort haben die ganzen Texturen von den Häusern gefehlt, die Stationsansagen haben gefehlt. Jetzt sollte aber alles da sein und so kann ich dann doch noch beruhigt heute für den Montag die Folgen aufnehmen. Und ihr könnt euch natürlich darauf einrichten, um 19 Uhr dann im Livestream auch einen ersten Eindruck von der Strecke zu bekommen. Da schauen wir uns natürlich dann auch das andere Gerät noch an, was wir da haben. So, willkommen beim schönen Five Circle. Sie werden einen Sonderzug für Touristen übernehmen, der über die Forth Bridge entlang der Küste nach Kirkcaldy führt. Unterwegs halten Sie mehrmals an malerischen Orten rund um First Fort of Forth an, damit die Fahrgäste Fotos machen können. Genießen Sie die Aussicht. Ja, dann würde ich sagen, rüsten wir die Kiste direkt mal auf hier. Das wird unser Zug hier sein. Dann schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Sonderzug haben wir in den meisten DLCs inzwischen, ja, dass wir den ersten Zug immer in den Sonderzug irgendwie fahren. Ja, schauen wir mal. So, Türsteuerung. Hallo? Markierung verpasst. Jo, tatsächlich. Sollte kein Problem sein, die nochmal zu erwischen. So, jetzt beschleunigen wir das Ganze ein bisschen, indem wir uns mal kurz dahin beamen. So, jetzt können wir uns hinsetzen. Die Türen entriegeln, die Türen aktiviert habe ich schon. Dann machen wir die Zugspitze noch an, damit das alles in Richtigkeit hier hat. Einmal den da und einmal den da aus. Und dann gucken wir kurz hinten rein. Zuglicht ist auch an, jawohl. Dann sind wir quasi fahrbereit. Zugsicherung müssen wir noch anmachen. Dann geht es hier gleich erstmal ganz gemütlich raus. Richtung. Wie hieß das? Kirkcaldy. Eine gute Stunde sind wir jetzt noch unterwegs. Und dann lade ich das auch alles hoch, sodass ihr das dann morgen auch als Programm abrufen könnt. Dann, gucken wir mal, wo wir langfahren. Ich meine, vorhin im Augenblick gesehen zu haben, dass wir hier unten die Strecke befahren. Natürlich die Frage, bis wohin. Aber erstmal machen wir die Türen zu. Und dann hoffen wir mal, dass das Signal da vorne aufgeht. Klick, 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 klick. So, das Signal ist offen. Dann würde ich sagen, raus hier. Motor läuft, wunderbar. Und dann erstmal mit 20 gemütlich raus aus dem Bahnhof. So, dann fahren wir erstmal über Highmarket. Bin ich mal gespannt, inwiefern wir die Eisenbahn hier ausfahren dürfen. Die VMAX 100 km/h, nochmal zur Erinnerung, erkennen könnt ihr das vorne am Tacho, an dem roten Streifen. Bei den meisten moderneren englischen Fahrzeugen ist da ein roter Streifen am Tacho für die VMAX und ansonsten steht es hier oben auch nochmal angeschrieben, 100 mph miles per hour, unsere VMAX. So, dann fahren wir vorne erstmal über eine Weiche. Und dann machen wir uns mal einen Eindruck von der Strecke, was hier so abgeht. Gibt ja Leute, die feiern das Ding von Train Simulator Classic. Ich will immer TSW Classic sagen, aber es ist ja Train Simulator Classic. TSC. So, dann dürfen wir das erstmal Gas geben. 35, wie lang sind wir eigentlich? 77 Yard.
eine Information, die würde uns jetzt auf deutschen Strecken natürlich was bringen, weil wir dort Hektometertafeln haben. Hier haben wir gar nichts, an dem wir uns orientieren können. Das heißt, wir müssen so ein bisschen nach Gefühl fahren. Aber jetzt komme ich mal auf die 35 hoch. Und dann dürfen wir da hinten direkt mal 90 fahren. Und dann sollen wir beim Merrifield Stadium erstmal anhalten. Wird nicht der Bahnhof da vorne sein, gehe ich von aus. Der ist zu dicht dran. So, kleines Piepen beim Sicherheitspedal, das ist natürlich dezent nervig, wenn es jedes Mal piept, wenn ich das drücke, aber wenn das bei dem Fahrzeug so ist, dann ist das so. Natürlich die Frage, ob wir hier Stationsansagen haben. Also auf der Strecke allgemein gibt es die, aber wir sind jetzt ja hier ein Sonderzug, wenn ich das richtig verstanden habe, für Touristen, die das ein oder andere Bild wohl machen wollen. Oh, hier ein paar Soundprobleme. Und lohnt sich das Gas geben überhaupt? Das ist jetzt mal eine interessante Frage. 0,7 Meilen. Wenn ich um 0,9 Meilen sehe, dann halten wir wohl auf der freien Strecke an. Und da hinten rechts kommt ein dickes Stadion. Und zwar ein richtig fettes Ding. Versuchen wir da mal anzuhalten. Hier drüben ein kleines BW mit einer Waschanlage. Mit zwei Waschanlagen sogar. Gleisanlagentechnisch auch ein bisschen was los hier. Es stehen aber keine Fahrzeuge da, aber wir sind ja auch im Szenario. Der Fahrplanmodus ist ein bisschen sehr mager, finde ich, dafür, dass wir so viel Strecke eigentlich haben. Mit den zwei Ästen. Und ich auch ein bisschen enttäuscht bin, ist von Güter, dass wir keine Güterfahrten haben hier. So, dann haben wir hier unseren ersten Haltepunkt erreicht. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Erklärung. Eine Minute für Touristenfotos. Kriegen wir auch eine Erklärung. Wirklich ein fettes Stadion. Holla die Waldfee. Aber wir kommen gar nicht so weit rausfliegen. Krasses Teil. Ja, lösen wir schon mal die Bremsen so ein bisschen an. Also keine Erklärung hier anscheinend dazu. Dann können wir mal kurz hier so ein bisschen umschauen, was wir hier so an Knöpfe haben. Da sind die Zugsicherungssysteme. Was haben wir hier hinten? Landing Isolation. Da haben wir Funkgerätstrennung. Also da können wir das Funkgerät an- und ausschalten. ABS haben wir hier noch. Ansonsten hier nichts zu bedienen. Zuglichter, Windschutzscheiben mit Nebler, Fahrplanlampe haben wir. Ein bisschen Klimaanlage, da können wir nichts rumstellen. Aber wir dürfen jetzt auch weiterfahren. Edinburgh Gateway, da fahren wir dran vorbei. Das heißt, wir können jetzt erstmal ganz gemütlich Vollgas machen. Das Funkgerät können wir nochmal anmachen, weil es witzig ist. Also bedienungstechnisch ist hier gar nicht so viel los. Ich bin auch ein bisschen darüber überrascht, dass ich hier vorne ein analoges oder einen analogen Tacho habe. Ich hatte doch das Gefühl, dass es eigentlich ein moderneres Fahrzeug ist. Aber wir haben ja auch kaum Erklärungen bekommen, also auch in der Einführung zu dem Fahrzeug. Normalerweise kriegen wir da immer eine lustige Story erzählt. Was die Fahrzeuge so können.
hier überhaupt gar nicht der Fall. Na komm, lass uns erstmal Gas geben. Jetzt sind wir schon auf Strecke ohne Oberleitung unterwegs. Nebendran scheint irgendwie irgendwas Separates zu sein, straßenbahnmäßig oder so. Habe ich jetzt das Gefühl. Nochmal kurz angucken. Das könnte so straßenbahnmäßig irgendwas sein. Komplett separat von dem Bereich, den wir hier befahren. Da seht ihr es nochmal. Ach, der geht hier hinten hoch. Ah, guck mal, hier haben wir so ein kleines BW. Wird wahrscheinlich ein Straßenbahndepot sein. Aber da fahren wir gleich dran vorbei, da können wir mal gucken, was es damit genau auf sich hat. Oh, 75, da kann ich noch auf Gas bleiben. 75 haben wir noch nicht mal annähernd. Aber das ist wieder typisch Dieselfahrzeug. Oberen Geschwindigkeitsbereich brauchen die mal ein bisschen länger, bis sie dann die gewählte Endgeschwindigkeit erreicht haben. Jetzt hier auch wieder merken. Aber bis wir da vorbei sind, dürfen die 90 schon fahren. Da sind sie auch schon wunderbar. So, Edinburgh Gateway. Über einen Ort fahren steht da. Ganz wichtig. Jetzt haben wir auch schon keine Oberleitung mehr. Mikrofon ist auch sehr geil. Jetzt mal kurz den Überblick behalten hier. Da vorne dann gleich das kleine BW. Also ich gehe davon aus, dass das für Straßenbahn gedacht ist. Aber das sehen wir jetzt gleich. Da ist es. Oh, das ist aber sehr schick gemacht. Ja, cool. Erster Eindruck nicht schlecht. Auch wenn es gerade irgendwie ein bisschen überraschend ausschaut, als wären wir hier plötzlich aus der Stadt rausgefahren. Jetzt werde ich mal kurz zu schnell, aber die 100 da vorne, die dürfen gleich eh fahren. Einfach weiter Vollgas. Weil wir wollen die Kiste auch einmal ausgefahren haben. Und ich kenne ja die Strecke noch überhaupt gar nicht. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, was hier nachher noch möglich ist. Von den Geschwindigkeiten her. Läuft da die 100? Jawohl. Dann lassen wir mal rollen. Vorne kommen gleich 80. Die sollten vorangekündigt sein. Das sind mehr als 20% oder 20 oder mehr Prozent. Sollte dort eine Vorankündigung kommen, kriegen wir auch eine Zugbeeinflussung. Da immer dran denken, dass ihr zweimal drücken müsst, weil auch hier wieder die DRA und die AWS auf einem Knopf zusammengelegt ist, warum auch immer man das so macht. Da ist die Vorankündigung. Und den niedrigsten Bremsstuhl. Ne, ich lass rollen. Wir haben 10 Promille bergauf. Sollte die Schwerkraft zumindest mal einen großen Teil ausreichen. Und wenn nicht, dann können wir immer noch ein bisschen gegenbremsen. Und dann kommt jetzt 50.
Mit Vorankündigung hier wieder. So, beim Bremsen mit dem Fahrzeug müsst ihr so ein bisschen vorausschauend fahren, weil die Bremsen im oberen Geschwindigkeitsbereich sehen die erstmal noch ganz gut aus, aber das lässt dann relativ schnell auch nach. Dann steht ihr da auf einmal und fahrt übers Ziel hinaus. Mir bei der Einführung aufgefallen, dass die Bremsen im unteren Geschwindigkeitsbereich dann doch ein bisschen träge arbeiten. Jetzt fahren wir erstmal durch Dalmeny. Und da habe ich gerade ein neues Collectible entdeckt. Boah, da ist sie. Von den Screenshots die Brücke. Ah, ist das ein gigantisches Teil. Da hinten ist noch eine zweite Brücke. Das scheint eine Straßenbrücke zu sein. Hinten dran ist noch eine. Was soll das da unten sein? Oh, ich muss mich mal bremsbereit machen, so ein bisschen, ne? Kann hier oben auf der Brücke anhalten. Boah, guckt euch das Viech mal an, ey. Das ist doch keine Brücke mehr. Das ist ein Stahlkoloss. Der Wahnsinn. Das ist ein heftiges Teil. Gucken wir uns das gleich nochmal von außen an. Wir sind ja da für einen Fototermin. Da unten sehe ich auch noch irgendwie eine Burg oder sowas. Also von der Aufmachung her gefällt die Strecke mir unglaublich gut gerade. Fast eine Punktlandung. Boah, hier im Dunkeln drüber. Ich glaube, das wird auch geil. So, eine Minute Pause für Touristenfotos. Dann gehen wir mal in unsere Flycam. So, dann haben wir da hinten eine Straßenbrücke. Hinten dran ist noch eine dritte Brücke. Was ist das hier, so ein Fjordmäßig oder ein See oder was soll das darstellen? Ich muss das mal nachgoogeln. Dann haben wir hier unten eine Burg. Guck mal, hier sind auch Lampen verbaut. Das wäre natürlich mal interessant. Das müssen wir nachher im Livestream mal machen, hier im Dunkeln drüber fahren. Dann haben wir hier eine kleine Burg. Kleines Touristenziel. Ja, anscheinend kleine Kapelle mit dabei. Ah, die Brücke ist schon gigantisch. Das ist schon heftig. Schau ich das mal an hier. Mit unserer kleinen Eisenbahn da auf diesem riesen Koloss. Dann sogar noch mit drei Teilen hier. Ja, ich bin auch noch anwesend. Jetzt warten wir, bis die Fotos gemacht sind. Und dann geht's nach Inner Bay. Dort halten wir auch an. Ja, das ist schon eine heftige Brücke. Könnte von Gustav Eiffel sein. Eiffel. Für die Eiffel. Dass Gustav Eiffel, ne, wer ihn nicht kennt, hat den Eiffelturm konstruiert. Wo er sich sogar ganz oben ein eigenes Apartment eingerichtet hat. Jetzt dürfen wir erstmal mit 50 runter. Leistung raus. Aber ist jetzt noch alles grün dafür, dass wir ein Sonderzug sind? Nicht schlecht. Aber wir halten ja auch den Verkehr auf. Machst du sowas in Deutschland, kriegst du die Kündigung. Dann lassen wir mal rollen. Eine Meile. Bisschen
Kleinigkeit im Verkehr haben wir, aber immer dran denken, Szenarien, da ist der Verkehr nochmal gesondert. Im Fahrplanmodus kann das alles nochmal ein bisschen anders ausschauen. Nur ich sehe so ein bisschen mit 170 Fahrten so ein bisschen ein Problem. Und lassen wir uns mal überraschen. Ah, wir werden zu schnell. Ein Problem, Bremse regelt. Bremse lassen wir weiter wirken, wir halten da vorne eh an. Ich glaube, die Brücke wird unser Haltepunkt. Und dann können wir hier auch noch mal ein bisschen uns umschauen, was wir hier in der Umgebung so haben. Wir halten direkt auf der Brücke an. Ich bin mal sehr gespannt auf euer Feedback von dieser Strecke. Auf den ersten Eindruck. Der erste Eindruck ist echt gut. Und für Revit Games sogar eine relativ große Strecke. Eine Minute Pause für Fotos. Was haben wir denn hier hinten? Ein Steinbruch? Oder was soll das sein? Irgendwie Abfallhalde. Auch wieder eine sehr schöne Brücke hier. Ups. Wollte darüber fliegen. Auf der Seite haben wir ein paar Busse stehen. Erinnere mich diesmal aber nicht an irgendwelche bekannten Fahrzeuge. Kleines Parkhaus. Da stehen wieder diese 0815 Asset Autos rum. Die in jedem zweiten Simulator gefühlt benutzt werden. Ansonsten da noch eine kleine Straße. Aber die Brücke sehen wir jetzt nicht mehr, ne? Die Bay Bridge. Die ist hinterm Berg verschwunden. Gut, dann machen wir uns fahrbereit. Ja, ich bin auch noch da. Und Bremse müsst ihr drin lassen übrigens, weil sonst fängt die an wegzurollen. Das Ding hat zumindest keine Wegfahrsperre, wenn ihr steht. Also stehen im Sinne von also dass er automatisch irgendwie den Federspeicher oder sowas anlegt. Haben ja viele Fahrzeuge, viele moderne Fahrzeuge, dass wenn die im Stillstand stehen, nur die Bremsen lösen, wenn man aktiv auch irgendwas bewegt, also irgendwas versucht zu bewegen. Wenn wir die Türen offen haben, gehe ich davon aus, dass das Ding eine Wegrollfunktion hat, also eine Haltestellenbremse. Jetzt fahren wir erstmal über den ersten Abzweig, glaube ich. Ja, passt so aus. Wir direkt durch bis Silverstone Bay. 5,9 Meilen. So, dann fahren wir tatsächlich auf dem unteren Ast erstmal lang. Das ist das Schöne an der Strecke, dass wir hier zwei verschiedene Verläufe haben. Haben wir lange nicht mehr gehabt, sowas. Jetzt mal Dresden-Riesa. Dürfte es gewesen sein. Ich glaube, so langsam haben wir das ganze ScotRail-Netz zusammen. SK Circuit Line, Edinburgh, Glasgow und jetzt hier die Strecke. Also langsam kommt ein bisschen was zusammen. Wir fahren geradeaus und biegen nicht ab. Das sagt uns auch das Signal. Weichensignale, die sind auch so cool. Jetzt haben wir die 50 erlaubt. Die erreichen wir, glaube ich, nicht, bis wir die 75 da vorne fahren dürfen.
Also lassen wir den Hebel einfach vorne. Na, wobei. Nein, das passt schon. Und dann dürfen wir mal Gas geben hier. 4,9 Meilen bis Silver Sands Bay. Also Eindruck, erster Eindruck ist hier mal wieder hervorragend. Aber Rivet Games, ich mag die Strecken eh besonders gerne. Erstens sind sie bekannt dafür, neue Dinge auszuprobieren. Bei Rivet. Und zweitens sind die Strecken immer ein bisschen liebevoller ausmodelliert, würde ich jetzt mal behaupten. Gerade was die Bahnhöfe und Bahnsteige betrifft. Sieht doch immer ganz schick aus. Ganz schön steil bergauf hier. Ich glaube, Güterzüge würden sich hier durchaus anbieten. Diese Lokomotiven haben wir genug. Englisches Material. Im Zweifel die Class 66, die wir jetzt in gefühlt 200 verschiedenen Grundlackierungen schon haben, ohne dass wir im Creators Club irgendwie schon rumgerührt haben. So richtig ein Turbo hat das Fahrzeug nicht. Was passiert, wenn ich Kompressorbeschleunigung anmache? Habe ich doch hier irgendwo, oder? Lichter, Fahrplanlicht, Windschutzscheiben, Licht, irgendwo hatte ich das hier mal sowas gesehen. Führerstandsbeleuchtung, Kompressorbeschleunigung. Geht auch nicht viel mehr. Da wird kein Müh schneller hier bei 11 Promille. Was haben wir denn da Buntes? Graffiti oder was? Könnte auch ein Collectible sein. Meine ich, wäre auf Dresden-Riesa auch eins gewesen. Die Vorankündigung für 50, das sieht man schon. Jetzt gehen wir einmal. Und dann müssen wir natürlich auch auf die 50 runter, sonst hat das mit dem Quittieren auch keinen Sinn. Kurzen Moment. Und da ist auch schon der nächste Bahnsteig. Ich glaube, die Hütchen, die da jetzt gerade waren, die haben auch irgendeine Bedeutung. Davon habe ich nämlich auch schon ein paar mehr gesehen. Könnten auch Collectibles sein. Ah, geht bergab. Haben wir kein Gas. Im Gegenteil, müssen wir sogar ein bisschen bremsen. Oh, jetzt kriegen wir schlechtes Wetter. Ja, medium geil. Aber ich würde gar nicht mehr so viel beschleunigen jetzt. Wir müssen da vorne gleich eh wieder anhalten. Bleiben wir ja funktioniert. Wir gucken mal kurz. Okay, die Tropfen bleiben drin. Also der Bug ist hier nicht drin. Wir haben ja diesen Bug, dass wenn man einmal rausgetappt hat und wieder rein in den Führerstand, dass dann die Tropfen verschwinden. Ist hier nicht der Fall. Ist das jetzt Schnee? Ganz praktisch, dann sehen wir nämlich auch so ein bisschen eingeschneit. Ganze Gedöns hier. Wenn der Schnee natürlich lange genug anhält.
Und dann sind wir in der Silver Sands Bay, würde ich behaupten. Ich gehe mal davon aus, dass wir kurz vor dem Signal wieder anhalten. Ergibt ja auch Sinn, dass wir, wenn wir auf der freien Strecke anhalten, dann wenigstens vor Signalen anhalten, damit wir wissen, was im nächsten Streckenabschnitt überhaupt los ist. Jetzt wird es auch schon ein bisschen weiß. Ja, halt doch an. Hier gibt es jetzt nicht so viel zu sehen anscheinend. Riesensee. Oder Meer, könnte das vielleicht sogar schon Meer sein? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich mit der Strecke so null befasst im Voraus. Deswegen weiß ich es nicht. Bremsen können wir schon mal lösen. Also halb lösen. Immer in der letzten Bremsstufe noch drinnen bleiben. Hab's auch vorhin schon mal erklärt. Jetzt dürfen wir natürlich auch nicht ganz so viel Gas geben. Wenn es dann gleich weitergeht. Eine Erklärung dazu wäre jetzt ganz schön. Das ist, fehlt jetzt hier an der Stelle. Wenn wir hier schon eine Minute rumstehen, hätten wir auch mal so einen Text einblenden können. Kommt ganz gut weg, die Kiste für den Schnee. Burnt his Land Harbor. Direkt ums Eck. Haben wir eine 40er Vorankündigung. Hat der aber noch drinne. So, ist das jetzt der Bahnsteig, wo wir anhalten? Könnte gut und gerne sein. Oder auch nicht. Nee, sieht so aus, als wäre das ein bisschen früher. Also hier, das ist doch schick gemacht hier. Richtig Freude auf. Die Strecke gefällt mir. Parken schon wieder auf einer Brücke. Dann schauen wir uns den Hafen mal an, würde ich sagen. Und bleib stehen. Aber auch ganz schön lange teilweise. So, da haben wir den Hafen mit ein paar Kränchen, einen Schwimmkran. Hinten nochmal dasselbe Ding wie hier. Ansonsten ist hier nicht viel. Da haben wir noch so ein bisschen Eisenbahn versteckt hier. Sieht mir eher aus wie ein toter Hafen. Aber noch nicht ganz durch hier. Da haben wir noch ein paar Meter vor uns. Ungefähr die Hälfte, würde ich jetzt sagen. Hier unten sind wir gestartet.
Ein bisschen mehr als die Hälfte sind wir abgefahren. Das ist ja nur ein Streckenabschnitt, wir haben ja zwei. Dann warten wir die Minute wieder ab. Und auf geht's. 13 Promille. Alexander der Dritte Monument. Machen wir den Hebel mal auf den Tisch. Bin mal sehr gespannt, weil es gibt nachher Szenarien. Ich glaube, das längste 1 Stunde 50, was wir da genau vorhaben, das müssen wir nachher zusammen herausfinden in den nächsten Tagen. So, ich lass rollen. Gas geben mache ich nicht mehr. Und nicht. Oh, halt erwarten. Ist ja was ganz Neues. Leicht bergauf hier, 8 Promille. Da bin ich mal gespannt, wo dieses Monument ist. Sehen tue ich es jetzt noch nicht. Vielleicht oben auf dem Berg, wir gucken mal. Lass mal ein bisschen rollen. Das ist ja die Frage, dass sie nicht mit auf der Strecke aussteigen. Nur weil die hoch auf den Berg wollen. Szenario an sich weiß ich noch nicht einzuordnen. Aber wo ist denn das Monument? Da ist keins. Oben auf den Berg komme ich nicht. So, wo ist hier ein Monument? Oder bin ich zu blöd dafür, das zu finden? Wird wahrscheinlich da oben auf dem Berg sein und wir können einfach nicht dahin. Das kann ich mir das nicht erklären. Ja, ich bin auch noch da. Können wir die Bremse schon mal wieder lösen und weiter geht's zum Pfeifküstenweg.
Nur mal kurz gucken, was das Signal da hinten macht. Der A war noch an, deswegen hat er keine Leistung aufgeschalten. Richtig, ist jetzt nicht angefahren oder was? Erstmal Fahrstufe 3. So. Und dann schalten wir hier wieder aus. Geistiger Vorankündigung hatten wir und wir hatten halt erwarten. Das heißt, wir müssen jetzt auf zwei Sachen gleichzeitig achten. Immer ganz gut zu wissen als Lokführer. Erstens, wo man hin will. Zweitens, wo man gerade ist. Und drittens, wo man gerade gewesen ist. Spielt auch immer noch mal eine große Rolle. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir das X-Hauptsignal irgendwo gesichtet bekommen. Bevor wir Gas geben. Sind wir jetzt auf der Strecke. Und wir haben grün. Also Gas. Ah, sehr schön, dass die Magneten auch zugeschneit sind. Gefällt mir. Was ist jetzt ausschlaggebend dafür, dass wir jetzt hier gleich nur 30 fahren dürfen? Weiß keiner so genau, oder? Eigentlich wieder irgendeine Brücke oder sowas. Geht hier steil, steil, steil bergauf. Wollte für die 30 genügen. Durch den Tunnel fahren wir. Ich bin beeindruckt, dass die Engländer so viel immer auf Ebene minus 1 gelegt haben. Also immer Einschnitte und so durch die Städte auch gebaut haben, um die Eisenbahn da durchzulegen, ist erstens mal für den Schallschutz ganz gut. Zweitens mal fällt die Eisenbahn in der Stadt dann auch nicht so auf. Also gar nicht so unintelligent. Ja, 2,8 Meilen. Das müsste dann auch schon unsere Endstation sein. Weil da hört die Arbeitsliste auf. Von den Minuten her würde es auch ganz gut passen. Aber die Strecke an sich macht erstmal einen guten Eindruck. Ich bin mal echt gespannt gleich im Livestream, was uns da erwartet. Da könnt ihr natürlich wieder einschalten. 19 Uhr geht's los, oder also nach diesem Video hier geht's los. Ob es nun wirklich 19 Uhr ist, von der Zeit her müsste es 19 Uhr sein. Ich rechne immer noch mal 5 Minuten auf die eigentliche Videolänge obendrauf, wegen Vorspann und so. Aber das sollte eigentlich alles passen.
Bin gespannt, ob wir diesmal einen Bahnsteig bekommen zum Anhalten. Da hinten ist das Hauptsignal. Das habe ich gesucht. Und das da vorne könnte gut und gerne unser Bahnsteig sein. Haben wir schon wieder ein kleines Stadion. Oder irgendwas ähnliches. Eigentlich mal interessieren, was das jetzt da hinten für ein Ding war. So ein Dorfkicker. Okay, nicht ganz Dorfkicker. Für deutsche Verhältnisse, also für englische Verhältnisse wahrscheinlich Dorfkicker. Für deutsche Verhältnisse ist das fast schon Erstligist. Wenn ich so dran denke, was ich in der zweiten Liga schon in Stadien war. Ich glaube, das Lustigste war bis jetzt Sandhausen. Bloß nicht übers rote Signal jetzt fahren. Sonst gibt es wieder Abzüge. Also unsere Aufgabenliste ist auf jeden Fall mal leer jetzt. Kann ich mal so eine Fahrt gewesen, erstmal zum Strecke kennenlernen. Schöne Markierung auch an den Bahnsteigen, wo wir mit der Eisenbahn anhalten sollen. So, dann steigen wir auch mal kurz aus. Machen die DRA mal kurz aus. Dann wollen wir mal kurz gucken. Was haben wir hier? Streckenkarte, das war ein Poster. The Firth of Forth Bridge. Was haben wir hier? Eine Rampe. Ich versuche jetzt gerade die Collectibles mal zusammenzukriegen. Also jetzt 3, 4. Also eins fehlt mir noch. Was ich noch nicht zuordnen kann. Also schlägt mir jetzt auch nichts ins Gesicht, was irgendwie auffällig wäre. Das sind da hinten, das sind irgendwelche Schilder. Passenger was not. Ja, wir wissen schon ungefähr, was da steht. Irgendwas Auffälliges. Dinger sind so. Oh, da. Plüschrobben. Plüschrobben sind der vierte. Okay, dann haben wir sie. Dann wissen wir doch jetzt, was Phase ist. Wir machen die Türen zu. Und dann schauen wir mal. Signal vorne ist aufgegangen. So, vielen Dank für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, das war das erste Szenario. Ja, war okay. Also, die Strecke überzeugt mich. Mag ich jetzt schon. Aber die Platin-Medaille nehmen wir jetzt erstmal mit. Und dann würde ich euch einladen, dann gleich beim Livestream einzuschalten. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch wirklich nichts mehr. Bekommt ihr nämlich Benachrichtigungen. Kommentare, bin ich sehr gespannt auf eure Meinung zu der Strecke. Für alle von euch nochmal zur Erinnerung, morgen um 10 Uhr geht es für die Konsolenspieler los. Ab 16 Uhr dann mit den PC-Spielern 16 bis 19 Uhr, so in dem Zeitrahmen bewegt sich das. Ja, wer von euch noch nicht auf dem Discord ist, die Einladung steht auch noch, der Link dazu ist in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, reingehauen und wie immer, bis zum nächsten Mal, schönen Abend euch, tschüss!